Und wir kommen zurück beim Teil 3 von The Vanishing of Ethan Carter. Friedhof oder sowas? Gräber. Ziehen, untersuchen, ziehen. Passiert nichts. Untersuchen, Griff. Krähe. Ach, weil er eine Krähe ist. Krähe. Müssen wir erst irgendwas finden. Um das zu aktivieren. Na, wo bist du? Die Krähe liegt bei einem Grab. Fall in die Richtung. Ich kann noch mehr untersuchen. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen. Arbeit fallen gelassen, unterbrochen. Schubkarre. Was ist das denn? Hat jemand Spaß mit Vögeln gehabt? Pinseleimer, Krähenkadaver. Blut als Farbe, Ritual. Krähen getötet, aufgeschnitten, Messer, Dolch, Skalpell, Rasierer. Fragezeichen. Aha. Ja, okay. In der Dunkelheit. Irgendwas ist in der Dunkelheit, was dazu gehört. Ich denke mal, erstmal die Krähe holen, ne, damit man mit dem Schalter das irgendwie aktivieren kann. Nehme ich jetzt mal einfach mal an. Blut. Zeichen eines Kampfes. Echt? Kann man daran sehen? Verschiedene Fußabdrücke. Mensch, Blut, Krähe. Hm, Blutfleck. Ja, okay, das sind Fußspuren, ne? Aber nicht irgendwo hingezogen oder sowas. Da muss ja irgendwo hier... Muss doch die Krähe sein. Da ist die Statue, ne? Die Statue konnte man sehen. Ja. Nehmen wir mit. Setzen wir direkt ein. Stern, Flügel der Krähe, Krähenfuß, Nero-Kreuz, CND-Symbol, Todesrune, Hexenfuß, Opfer für Klebot? Siegel. Krähe fixieren. Und dann ziehen wir mal da dran und dann hauen die mit dem Schnabel zusammen, oder was? Cool. Da haben wir unsere Leiche. Und ein Rabendolch. Wer ist das? Todesursache. Brustwunde, kein Blut. Postmortal. Schnitt im Gesicht zeigt geringe Blutung. Blutstreifen, Rückenwunde. Ein Angreifer, mehrere Angreifer. Haben wieder ein Opfer gefunden. Der Opa den wieder getötet, der Ed. Okay, also fehlen da wahrscheinlich nur irgendwelche Sachen wieder. Kann ich mir vorstellen, wie das ist wieder bei der Leiche. Ganz am Anfang. Dolch einsetzen. Dolch ist auch fixiert. Da fehlt denn noch irgendwas? Was ist das?
Verbrannte Streichhölzer, Ölkanne. Verschnittenes Fisch. Öllampe, Ölfleck. Öllampe, Öllampe. In der Kirche. Ja, die muss ja auch irgendeinen Sinn haben, ne? In dem Turm anscheinend. Seitengang. Und da ist die Öllampe. Wenn auch kaputt und es eigentlich nichts mehr bringt, aber. Ja, ist richtig geil, wenn die Tür zugehen würde oder so und dann schön im Dunkeln. Mit einer kaputten Öllampe. Freust dich auch. Fehlen. Oder das ist jetzt alles gewesen. Vielleicht. Mal gucken, ob ich den jetzt... Was passiert denn, wenn ich den jetzt berühre? Aha. Das hat gereicht. Für wieder irgendwie seine Seele oder die Teile seiner Seele sich lösen können. Es waren auf jeden Fall so mehrere. Wer hält sich das Gesicht zu? Hier das Gleiche. Das Gleiche. Was haben die denn mit der Stelle zu tun? Die beiden alleine. Dann noch. Das sind doch die. Er ist nicht der gleiche. Das ist doch unser Toter hier vom Zug. Das ist doch Travis. Da war doch gerade noch der Blutfleck, ne? Ja. Chronologie. Oh. Ist nicht Travis. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? In welcher Reihenfolge ist das passiert? Vielleicht haben die zuerst gequatscht. Und hat sich irgendwie verletzt und dann ist er da reingerannt. Macht das Sinn? Und dann sollen die gekämpft haben? Ich weiß es nicht. Und zu guter Letzt ist dann Travis dazugekommen, oder? Oder als erstes? Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Ist auf jeden Fall richtig. Sonst wird die Zähne doch weggehen. Chad, let me see. Na, das passt nicht. Dann möchte ich die beiden jetzt mal vertauschen.
Ich kann ja direkt eh visualisieren. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Bale und Missy. Giving him to the sleeper. Die Eltern forever. Von Ethan? He's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Ah, my eye! Ethan hat ihn wehgetan. Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad, get off of him! He's your brother! Get off of him! Ethan ist dann abgehauen. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Gross. Ethan! It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out, into the air, and into the minds of his family. Sollen wir jetzt so eine Art Mine suchen? Als nächstes? Wenn Ethan dahin gelaufen ist? Wir suchen ja Ethan, also... Tja, aber wo ist die Mine? Das ist der Weg, von dem wir gekommen sind. Und das ist der Grabhügel. Was ist denn da unten? Aussieht wie Feuer. Ja, ich komme aber hier nicht runter. Oder doch? People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Do you admire thieves for their bravery or their greed? Would you rather be a leaf or a root? Do you feel there is vanity and charity? Would you prefer anonymity over notoriety? When you close your eyes, whose voice do you hear? Does death bring peace or suffering? Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte,
konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zu Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Abgefahren. Okay. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Und unser Ethan ist so ein kleiner Träumer. Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so, und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel, mein kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Ja, und warum hat Ethan den Zettel nicht mehr bei sich? Feuer ist auch weg. Hat Ethan hier wahrscheinlich gepennt oder so die Nacht? Und wo sind wir jetzt? Gute Frage, ne? Vor allem, wohin als nächstes? Warum komme ich wieder zu dem Grab, ne? Da waren... Und da war ja noch ein Weg. Gut, dass man das mal so erkundet hat, ne? Sonst hätte er es einfach mal verpasst. Der nächste Astronaut, oder? Kann er da drüber? Jo. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Betreten? Was denn betreten? Das ist der Weg, der am Wasser vorbeigeführt hat, dann, ne? Das ist der Weg wieder hoch. Das ist wahrscheinlich alles so miteinander vernetzt und verknüpft, dass du laufen kannst, wie du möchtest. Ja. Thank you.
Keine Notiz, gar nichts. Ein Zettel. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Mine, ne? Hat ja auch gesagt, der hat seinen Schlüssel nicht dabei, ne? Man soll den Nebeneingang oder so benutzen. War das hier? Treten. Machen wir im vierten Teil vom Let's Play. Bis gleich!